Vor vollen Rängen spielt der EHC Red Bull München verständlicherweise am liebsten. Und wenn die Zuschauer mitgehen, herrscht im kompakten Olympia-Eisstadion rasch eine beeindruckende Akustik. Um für das kommende Spiel vor allem Frauen zu ermutigen, zum Eishockey zu kommen, hat der Münchner Eishockey-Club eine besondere Idee, den Mädelsabend. Man merkt einfach, dass eine gute Stimmung ist. Man merkt es auch daheim. Die Frauen daheim freuen sich auch schon. Haben alle ihre Babysitter angerufen, damit sie morgen richtig Gas geben können. Ich denke mal, speziell bei Zweikämpfen, da kommen die Frauen ein bisschen mehr aus sich raus. Vielleicht, weil sie auch noch nicht so oft gesehen haben. Da sind sie auf jeden Fall lauter. Mädelsabend heißt günstiger Eintritt und noch ein Getränk obendrauf. Und die Chance auf ein packendes Spiel ist groß, denn die Roten Bullen wollen etwas gut machen. Im ersten Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings unterlag der EHC Red Bull München mit 1:5. Müssen wir geduldig sein, um den ihr Abwehrbollwerk zu durchbrechen. Aber es wäre auf jeden Fall eine heiße Partie und ich bin mir sicher, die Mädels werden Spaß haben dabei. Die Ausgangslage mit den Münchnern als Tabellenführer und den Schwenningern als 12. schaut klar aus. Doch gerade die seit Monaten anhaltende dominante Art des EHC Red Bull München treibt die Gegner oft besonders an. Sie wollen uns auf jeden Fall schlagen und wissen auch, wenn sie nicht ihre beste Leistung zu bringen, dass sie vielleicht auch in gewisser Weise untergehen können. Deswegen bekommen wir immer das Beste vom Gegner. Die Fans und unter ihnen vielleicht viele Weibliche können dann eventuell auch ein besonderes Jubiläum von Red Bulls Kapitän Patrick Hager bejubeln. Der Stürmer hat bisher 199 DEL-Tore erzielt. Man will so viele Leute wie möglich ins Stadion kriegen und Eishockey ist einfach ein wahnsinnig geiler Eventsport. Also jeder, der im Stadion ist, der geht nie unglücklich nach Hause. Am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnt das Unternehmen Revanche für die Heimniederlage. Und das möglichst mit lautstarker Unterstützung beim Mädelsabend.